Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video geht es wieder um den Piaggio-Roller. In den letzten Roller-Video mit den Piaggio bin ich ja liegen geblieben. Und ich habe da ja auch schon den einen oder anderen Verdacht. Und ich möchte heute auch der Sache so ein bisschen auf den Grund gehen, warum der Roller nicht mehr anspringt. Also was ich jetzt schon im Vorfeld gemacht hatte, also ich habe einmal geguckt, Zündfunke ist da, zwar nicht doll, aber er ist vorhanden. Also das habe ich schon mal ausgetestet. Und ein Kraftstoffproblem hat der Piaggio auch nicht. Also ich habe es jetzt auch schon mit Startpilot versucht und leider ohne Erfolg. Na, es ist ja, oder es wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass er nicht anspringt, und Startpilot hatte ich da auch schon öfters mal zur Überbrückung zu Hilfe genommen. Das hat aber jetzt auch den Hintergrund zur damaligen Zeit gehabt, dass er vom Gemisch zu dick gelaufen ist. Das passt alles, also kein Kraftstoffproblem, Vergaser, alles in Ordnung, Kraftstoff kommt an und Zündfunke auch vorhanden. Zwar jetzt aus meiner Sicht nicht besonders stark, also es gab hier auch schon in dem Video davor auch schon mal, sag ich mal, die Anmerkung, was auch sein kann, dass die Lichtmaschine defekt ist, dass das vielleicht einfach nicht reicht. Ja, mein Hauptverdacht ist, dass ich einen Zylinderschaden habe oder Kolbenschaden, Motorschaden, sage ich jetzt mal. Dass der Piaggio keine Kompression mehr aufbaut, das ist jetzt mein Hauptverdacht. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen der Sache auf den Grund gehen. Also ich habe jetzt hier so ein Set, wo man die Kompression messen kann, also ein Kompressionsprüfgerät. Und da werde ich jetzt gleich mit die Kompression prüfen. Jetzt werde ich mal diese ganze Geschichte hier auseinanderbauen. So, ich habe jetzt die Verkleidung abgebaut. Hier sieht man das auch sehr gut. Hier haben wir den Zündkerzenstecker. Da habe ich mir auch schon mal genau angeguckt. Da ist alles in Ordnung, da ist keine Korrosion drin oder sonstiges. Hier ist auch alles verbunden, so wie es sein soll. Ich gehe mal davon aus, dass diese CDI-Einheit oder wie auch immer Zündspule in Ordnung ist. Sonst wird es ja keinen Zündfunken geben. Aber eben aus meiner Sicht ein bisschen schwach. Das können wir gleich nochmal testen. Ich werde das gleich nochmal zeigen, wie der Zündfunke ist. Damit ihr euch da auch selbst mal ein Bild machen könnt. Ja, ich sag mal, wenn der Zylinder keine Kompression mehr haben sollte, dann ist die Frage, ob sich das noch lohnt, Zylinder, Kolben, alle Dichtungen neu zu machen. Hier ist es ein bisschen aus meiner Sicht problematischer wegen der Wasserkühlung. Das ist meine Meinung. Man sieht hier überall Schläuche. Hier haben wir auch den, ist auch ein Thermostat drin. Na gut, den Zylinderdeckel, den kann man ein Stück abbauen, gar keine Frage, das sollte kein Problem sein. Naja, mal gucken, ich lasse mich mal überraschen, was jetzt rauskommt mit der Kompression. Aber zuvor schauen wir uns erstmal den Zündfunken an. So, weiter geht's. Zündkerze ist draußen, liegt auch quasi an der Masse der Karosse an. Und ja, Batterie hat ein bisschen Power. Jetzt schauen wir uns mal den Zündfunken an. Also ich muss dazu sagen, er sieht doch eigentlich nach jetziger Betrachtung gar nicht so schlecht aus. Schaut mal, ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Also der Zündfunke sieht eigentlich gut aus. Kraftstoff kommt auch an. Also die Kerze war auch jetzt zuvor schon nass gewesen, weil ich hatte also mit Kraftstoff bedeckt quasi, weil ich hatte davor auch versucht, die mal zu starten,
Es hat nicht funktioniert. Kraftstoff kommt definitiv an. Und selbst mit Starpilot keine Chance. Ja, wie ihr seht, der Zündfunke ist da. Also kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Jetzt kommt mein Kompressionsmessgerät zum Einsatz. Das werden wir uns jetzt mal anschauen, wie hoch die Kompression ist. Vielleicht ist die wirklich zu niedrig. So, ich habe jetzt hier mein Kompressionsmessgerät angeschlossen. Wie man sieht, es ist im Zündkerzenschacht in den Gewinde drin. Schlauch angeschlossen, passt alles. Ist alles dicht, gehe ich mal von aus. Also ich habe jetzt alles entsprechend, wie ich es immer mache, angeschlossen. Jetzt gucken wir uns mal die Kompression an, wie hoch die ist. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Also ich bin der Meinung, alles, was unter 4 oder 3,5 Bar ist, ist absolut schon bedenklich. Alles, was noch ein bisschen weiter drunter ist, ist eine Katastrophe. Also das würde für mich schon auf einen Zylinderschaden hindeuten. Na, Kolbenring gebrochen, Kolbenring fest, Zylinderwand schon Riefen drin. Da muss irgendwas passiert sein. So, ich quatsch jetzt mal nicht drum rum. Ich werde jetzt gleich mal starten oder beziehungsweise drehen. Ja, ich bin erschüttert. Also, wie wir sehen, 2 Bar und das ist zu wenig Kompression. Also wird das der Grund für den Grund sein? Keine Kompression oder zu schwache Kompression. Ich weiß, beim Zweitakter Kompression messen, das ist nicht so pralle, aber es ist ja schon irgendwo doch eindeutig. Also es ist ein Kompressionsproblem. Ich werde es nochmal versuchen. Ja, so knapp 2 Bar. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare eure Meinung reinschreiben oder eure Erfahrung. Also mein Standpunkt. Zu wenig Kompression, Zylinderkolben, Kolbenringe, da ist was nicht in Ordnung. Und da gibt es jetzt eigentlich nur aus meiner Sicht eine Möglichkeit, Zylinderkolben, das Lager tauschen, Nabenlager, bin ich der Meinung, heißt es, kompletten Dichtsatz. Ja, was ich hier auch sehe, guck mal, ob man das vielleicht ein bisschen besser hier gleich nochmal sehen kann. Ich werde da nochmal die Position der Kamera verändern. Ja, ich habe jetzt hier mal von der anderen Seite des Rollers, wo ich jetzt hier filmen tue. Und ja, ich habe mir auch ein bisschen Licht besorgt. Also man sieht hier schon mal. Er ist ziemlich ölig und das hat auch eine Ursache, wo das Öl herkommt. Das kommt hier vom Auspuff. Guck mal, ob man das besser hier so sehen kann. Das ist unten der Krümmer, der total ölig ist. Die Schrauben sehen auch ziemlich faul aus. Mich würde es nicht wundern, wenn da gar keine vernünftige oder richtige Dichtung drin ist. Also das hat auch schon mal eine Ursache. Also hier wäre es fast besser, sogar den ganzen Auspuff gleich mitzuwechseln. Dichtung, alles, das ist klar. In den neuen Zylinder neue Stehbolzen rein. Neue Stehbolzen rein. Also so am besten wäre in dem Fall hier so ein ganzes Zylinder-Kit. Also hier den Deckel vom Zylinder, den braucht man ja eigentlich nicht tauschen. Den kann man ja übernehmen. Meine Meinung.
Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Muss ich mir jetzt mal überlegen, ob ich denn das nochmal angehen werde oder ob sich das jetzt überhaupt für mich noch lohnt. Na, da es doch, ich sag mal, nicht gerade wenig Arbeit ist, den Zylinder zu tauschen. Vor allem, was mich am meisten ankotzt, diese ganze blöde Verkleidung abbauen. Das bedeutet in meinem Fall auch, ich habe hier so ein Helmfach, beziehungsweise so einen kleinen Koffer drauf. Da muss der ganze Gepäckträger ab. Das Helmfach muss raus, von überall rankommt. Klare Sache. Ja, und dann eben so einen ganzen Zylindersatz. Kolben, Kolbenringe, Zylinder eben, alle Dichtungen. Und ja, mal schauen. Ich lasse mir das mal durch den Kopf gehen. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Habt ihr schon mal bei einem wassergekühlten Zweitakter den Zylinder gewechselt? Plus Kolben, das Lager. Ich habe mir jetzt noch mal eine andere Gerätschaft besorgt. Hier habe ich jetzt ein Endoskop, was ich jetzt eigentlich für andere Sachen verwende. Zum Beispiel für mein Auto. Na, da habe ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal in gewisse naja, Hohlräume mir mal ein Bild von der ganzen Lage gemacht und das werde ich jetzt hier auch mal beim Roller machen. Ich werde jetzt hier mal in den Zylinder mit dem Endoskop reingehen. Ich habe jetzt schon versucht, den Zylinder quasi oder den Kolben in einer anderen Stellung zu bekommen, dass ich da ein bisschen weiter reinkomme. Oder mehr, anders gesagt, auch um die Ecke schauen kann. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich werde da jetzt mal mit dem Endoskop reingehen und das schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Jetzt gehe ich hier gerade, wie man sieht, mit dem Endoskop in den Zylinder rein, was gleich ins Auge fällt, eben unten links, diese hellen Bereiche und vor allem diese Ecke finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Da rechts auch. Sieht fast aus, als ob das irgendwie so Schleifspuren sind. Der Rest ist eigentlich schwarz, ne, durch den Verbrennungsprozess jetzt, ne, das völlig normal ist, aber diese Stellen da rechts und links, ne, das sieht fast aus, als ob da irgendwas weggesprengt ist oder abgerissen oder einfach nur so schleifspurenmäßig. Vielleicht ist das ja auch, sag ich mal, doch schon irgendwo die Ursache, ne? Irgendwas ist da auf jeden Fall passiert. Leider kann ich jetzt nicht weiter um die Ecke leuchten. Aber ich denke mal, da wird man jetzt auch nicht unbedingt mehr sehen. Ah, hier bewege ich gerade ein bisschen den Kolben per Anlasser. Ja, ich kann es jetzt nicht so direkt beurteilen. Das ist jetzt nur irgendwo aus meiner Sicht eine Mutmaßung. Ne, was ich da jetzt sehe, ihr könnt ja gern mal was dazu schreiben. Aber ansonsten, ja, schwierig. Am besten alles wechseln und gut. Habt eben selbst gesehen, wie es im Zylinder aussieht. Und ja, schreibt mir dazu mal was in die Kommentare. Das ist jetzt erstmal das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, Daumen bitte hoch. Nicht nur gucken und keinen Daumen hoch. Daumen hoch bitte. Und wenn ihr in Zukunft mehr solche Videos sehen möchtet, abonniert mich doch einfach. Und ich sage mal in diesem Sinne, ja, Fortsetzung folgt vielleicht mit den Zylinder. Ja, in diesem Sinne, bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss.